Wieder bei der nächsten Folge von Minecraft Legends. Wir sind gleich auf! Wettrennen! Nein, ich bin weg! Hey ho! Oh, du hast mich weggeschubst! Oh lol. Ach ja, ach, da Decke. Hab ich's zugemacht. Wir haben ein neues Spiel erfunden, hier Aufzugrennen. Mhm. Voll cool. Ja, ja. Hier kriegst du eine Fackel. Ah, oh. No, egal, den nehme ich auch, ich hab Hunger. Okay. Snack ich mir direkt. Dann erzähl mal, was wir vorhaben. Wir haben, beziehungsweise ich habe ein bisschen offscreen gespielt, ja, das kann ich. Und ich habe mir so ein bisschen Zeug geholt, unter anderem die Fishing Rod hier. Die habe ich mir mit deiner Angel geangelt. Und sehr schön. Draufgehauen. Die Diamantspitzhacke für Lack und so weiter. Ja, also es ist nicht sehr viel passiert, ich bin nochmal farmen gegangen. Aber habe hier im Inventar ein Enchantment Table. Das heißt, ich habe auch ein bisschen Obsidian geholt. Eigentlich wollte ich noch eine Ender Chest machen, aber dann ist mir eingefallen, wenn wir keine Spitzhacke dafür haben, dann bringt uns die gar nichts. Dann können wir die gar nicht mitnehmen. Das ist natürlich schlecht. Ja, und ich platziere jetzt den Verzauberungstisch. Badum! Badadada, da. Genau, und ich guck mal in meinen Briefkasten. Fächer war nochmal. Ich glaube, meiner ist der hier. Ich glaube, meiner ist längs. Ah, genau. Ich habe einen richtigen. Oh, ja, bei mir ist nichts drin. Oh. Ich habe zwei Sachen drin. Einmal ein Geschenk von dem lieben Witchcraft HD. Vielen lieben Dank dafür. Eine Angel mit Haltbarkeit 3, Köder 2 und Reparatur. Nice. Das ist doch gut. Und dann habe ich noch ein Schild bekommen: Geschenk an Frau LP. Strich D. Richtig. Wer auch immer das war, vielen lieben Dank für das Schild. Ich habe meins ja verloren. Gott, ja, nach dem UTC wurde ich rausgebackt und dann war mein Schild weg. Oh, oh, armes Duppel. Erstmal eine Runde Patchen. Boxen. Ja, dann gehen wir mal nach oben. Denn ich habe noch was ich aufhängen möchte. Ja, yeah, ja. Yeah. Oh, habe ich deine Tür offen gelassen? Nee, das war ich. Leid. Also, du hast schon eingerichtet. Bilderrahmen? Nee, eigentlich nicht. Da, 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 Party, Party, Party auf Tycho's Bett. Oh, man kann sich gar nicht mehr reinlegen. Ich habe hier nämlich so einen OP-Goldapfel. Den habe ich in der Farmtour gefunden. Und den hänge ich mir jetzt hier einfach so rein. Und den können wir drehen. Ja, ja. Ey. Ich hole mir meinen OP-Goldapfel. So, genau. Und ich wollte nämlich jetzt heute in der Folge mit euch, ich habe mir auch Gemälde gemacht, mal gucken, was ich aus meinem Zimmer mache. Das ist so lang und dünn. Hey. Emma. Geht's noch, du Assi? Ja, das war sogar dein Bogen. Hoppala. Ja, ich könnte auch so langsam anfangen mit meinem Zimmerchen hier. Ich bin noch am überlegen, wo ich dieses Bild aufhänge. Ja, das gefällt mir. Ja, yeah, ja. Yeah. Da schläft man doch gerne drin. Ich höre dich die ganze Zeit drüben das Bild abschlagen, was du auch immer da tust. Ich brauche mehr Bilder. Wir brauchen mehr Wolle. Was? Ich klaue mir einfach dein Bild. Ey, wehe. Dann klaue ich mir dein Bild. Oh, dann hast du ja deins zurück. Hi! Ich snack mir aber schnell die Wolle, bevor du mir die wegnimmst. Ja. Ja. Aber immerhin, hey, unser Durchgang hier unten hat sich schon 1000 Mal gelohnt. Ich wollte gerade sagen, wir sind schon richtig rumgekommen hier, wa? Ja. Und ich würde sagen, ich schaue mir mal hier oben an, was wir hier draus machen könnten. Das Problem ist ja, wir wollten hier so ein kleines Feld anlegen. Das einzige Problem, was ich habe, ist, wie platzieren wir das? Wir können nicht die ganze Ebene aus Zeug machen. Ich würde sagen, wir machen so einen kleinen Weg oder so. Oder so einen kleinen Weg. Können wir auch machen. Ich muss mal eben schauen, wegen der Bewässerung, wie wir das dann anstellen können. Stimmt. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Da war 4. Ja noch das was. Das würde perfekt passen. Glaube ich. Will ich das Ganze mal?
Oh Gott, jetzt muss ich den Kies da oben abbauen. Eieiei. Okay. Mann, ich wäre ein schönes Bild, nicht so hässige Lumpen. Du kannst die Bilder auch in deinem Texture Pack ändern, ne? Ich weiß. Okay. So, wenn wir hier das Zeug reinmachen. Wobei ich die Bilder von Specs eigentlich ganz süß finde. Ja. Dann dürfte das eventuell komplett reichen, um hier ein Feld anzulegen. Ich komme mal rüber. Okay. Ich komme mal rüber. Weil Luki Luki machen, was der Mann da treibt. Müssen wir überhaupt Wasser platzieren? Ist die Frage. Wir sind unter Wasser. Weil wir haben ja draußen Wasser. Und vielleicht bewässert es von draußen ja das hier drin. Durch die Scheibe. Immer eine Hake. Ja, durch die Scheiben. Warte. Warte. Alter, wie viel Steinhacken hast du mal gemacht? Jedes Mal, wenn du da runtergegangen bist im Keller. Nee, Stein. Stein? Jedes Mal, wenn du im Keller gegangen bist, hast du das gemacht oder was? Ja, eventuell. Naja, das bewässert nicht, sonst wäre das doch. Hier. Das bewässert. Ja, weil hier noch Wasser ist. Nee, nee, guck mal hier. Das ist viel weiter weg. Das heißt, das ganze Ding wird bewässert. Das ist cool. Das ist richtig cool. Dann ist die Sache, wie machen wir es denn? Hm. Ja. Einmal so rum, dass hier so frei ist, so, dass man so rumlaufen kann. Dass man hier so im äußeren Bereich einmal. Bereich. Ja, aber am besten symmetrisch, genau. Warte. Ja, dann müssen wir hier noch rein. Ja, das ist einfach einmal um den Rand hin. No. Warte mal, ich gebe dir mal die Erde, die ich dabei habe. Kannst du die da auch gerne platzieren? Ja. Ja. Dann hat man nämlich schon fast die erste Etage. Könnte man uns überlegen, ob man nicht alles mit Erde ersetzen und dann hier noch so ein bisschen Gras reinbringen, weißt du? Ja. Ich glaube, das wäre eine coole Idee. Ach, dass wir so in der Mitte auf Gras laufen, ne? Mhm, genau. Dann bräuchten wir nur ein Dings. Vernünftige so, Spitzhacke, Mist, ja. Um es abzubauen, ne? Mhm. Stimmt. Geh mal kurz ganz runter und hol mir schon mal Seeds. Man das Ganze auch schon anpflanzen können. Machst du hier auf die Etage Weizen, oder? Würde ich sagen, dann oder? Wird das die Weizenetage. Dann kommen wir die nächste Etage mit Kartoffeln, die nächste mit Möhren. Ach, du willst das hier auch schon komplett so zumachen? Nee. Okay. Achso, du willst das so jetzt... Ja, ich habe da noch jeweils eins vorgesetzt. Okay. Dann gebe ich dir mal ein Stack und ich habe einen Stack und dann können wir... Oh, hier ist zu dunkel. Wir müssen hier noch... Ah, fucking, warte, ich habe welche mit. Ja, ich auch. Auf welcher Höhe? 2, ne? Ich kann hier keine Fackeln setzen. Hä? Achso, ja, dumm. Ich habe Seeds in der Hand und wundere mich, warum ich keine Fackeln setzen kann. Eieiei. So, dürfte das von der Helligkeit jetzt reichen? Müsste es, glaube ich... Ne, pluppt immer noch ab. Oh no. Vielleicht ist es auch nicht zu dunkel, sondern zu nass. Ne, zu nass? Zu trocken. Ne, es ist zu dunkel. Siehst du, sobald ich die Fackeldings abgeschlagen habe, ist der Seed abgesprungen. Jetzt okay. Funktioniert's, weil ich habe hier noch welche hingesetzt, Fackeln. Müssen wir es halt erstmal so lassen. Ja, später dann mit Glowstone. Ja, genau. Und dann dürfte das passen. Oh, es ist nicht abgepluppt. Ja, es geht ja nicht. Eine Fledermaus, wir haben ein neues Baby. Oder? Hallo. 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 Ich lass mich nach oben. Das wäre RIP. Warum? So. Ah, Wasser. Okay, dann würde ich sagen, mach mal hier noch so eine kleine Ebene. Mit, was könnte man hier reinhauen? Hier wäre es ja schon geil, wenn man irgendwie... Oh, hier ist die Decke noch gar nicht fertig. Nee, doch, passt.
Hier müssen ja die Dinger weg. Aua. Aber das ist keine Doppeldecke. Ich bin eine Etage runtergefallen. Ja, hier fehlen mir noch, warte mal, Akazie. Was für ein Holz ist denn das? Nee, Dschungelwood. Dschungel, oh. Dschungel haben wir gar nicht mehr, soweit ich weiß. Oh, dann würde ich sagen, nächste Folge Dschungelholz holen. Ja, das wird auf jeden Fall lustig. Dark Oakwood habe ich auf jeden Fall gefarmt. Aber das hier ist auch kein Dark Oakwood, ne? Das ist Fichte, glaube ich. Ja, Spruce Wood ist das hier. Mist. Hier ist schon die eine Ebene. Ja, müssen wir uns mal überlegen. Wir brauchen auf jeden Fall neues Holz. Hier können wir jetzt noch nichts machen, weil uns die Ebene hier drunter fehlt. Sonst fallen wir da durch. Aber die Fledermaus, ey. Hallo. Ihr könnt uns auch gerne mal in die Kommentare reinschreiben, was wir euch zeigen können. Ich meine, die Folge ist jetzt für Freitag. Du hast sie geschlagen, du Monster. Würdest du sie gerade? Ich versuche es. Okay. Weißt du, was ich auch gerade sehe? Das Ding hier ist nicht symmetrisch. Hier fehlt. Ja, du hast die Dinger gesetzt. Ja, du hast ja noch so eine Ebene da reingezogen. Du hast den Dirt. Oder? Ja. Ha! Teamarbeit. So, jetzt dürfte es auch symmetrisch sein. Genau, ihr könnt uns gerne reinschreiben, was wir euch zeigen sollen, was wir tun sollen. Denn die Folge kommt hier am Freitag. Heute ist Donnerstag. Mhm. Und für Samstag, Sonntag, für Montag haben wir noch gar nicht aufgenommen. Dann nehmen wir am Sonntag auf, deswegen habt ihr 2 Tage, um uns zu schreiben, was wir machen könnten. Vielleicht machen wir das dann. Ja. Oder? Was wir noch machen können, ist hier den Keller mit einbinden jetzt. Ach, du bist... Wo bist du? Ganz unten. Ach so. Ich werde dich am Suchen. Der Junge macht hinter sich auch immer die Klappen zu. Ja, natürlich. Hallo? Türen müssen zugemacht werden. Wir könnten sagen, wir gehen hier runter. Ja, so wie die andere Etage auch, würde ich sagen, oder? Aber dann kommen wir hier so seitlich rein, ne? Weiß nicht, ob das so toll ist. Ja, oder wir buddeln hier mit aus wieder, so wie oben dann. Dass man hier nochmal in die Breite geht, meinst du? Weil hier sind wir fast in der Mitte. Ja, dass wir das so machen wie auch oben. Hier können wir halt nicht weiter raus. Hier, ja, dann würde ich sagen, hier eine Wand vormachen, ja. Genau. Und dass wir sagen, hier ist die Mitte. Dass man den Raum dann nochmal genauso groß aussieht. Wie oben, genau wie oben. Halt als kleiner Keller. Hier können wir ein Schwimmbad reinbauen, Taiko. Okay. Erstmal schauen, wie weit wir reinbuddeln können. Ja, so weit können wir nicht mehr runter, ne? Nee, bis hierhin. Hier müssen wir eine Wand reinziehen. Okay. Runter können wir eh nicht. Wir sind schon ganz unten. Eine Etage, eine Ebene noch abholzen oder abbauen und du bist auf Bedrock-Ebene. Okay. Ja. Deswegen müssen wir uns da mal einfallen lassen. Wie viel Gold hast du eigentlich? Ich? Alles in der Kiste. Nee, nicht das Gold. Achso. Ich mein, vom Farm. 354. Okay. Da kann man ja sich auch Sachen kaufen, ne? Ja. Das habe ich mir letzt angeschaut. Ja, ja. Ich warte halt, ich sammle eher so, wenn Grundstücke, weißt du? Ach so, dafür braucht man das Gold auch. Ja. Okay. Ja, gut. Sollen wir den ganzen Raum hier ausheben? Ja, also, würde ich sagen, oder? Dann müssen wir hier noch ein bisschen arbeiten. Ah. Ja, gut, das ist blöd, wenn man die Leiter hier wegmacht. Kommt man zwar runter, aber nicht mehr hoch. Zack. Ich würde sagen, das war's aber auch schon. Echt? Magst du mal hochkommen? Oh ja, Tatsache. Ja, kann ich Hallo. Machen. Hallo! Hi! Ei, ei, ei.
Bin wieder nach unten geklettert. Ja, Spiel? Satz und Sieg. Was? Spiel? 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 Oh? Spiel? Oh? Leiterspiel? Oh! 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 Dam, dam, aua. Da, da, oh! Dam, dam, oh! Da, da, dam, magst du runterkommen? Du bist da aber ganz schön weit unten. Ich bin in einem Loch gefangen. Du und deine Löcher, ey. Boah, du bist ja voll auf die Börne gesteckt, ey. Wie lange schaut bei Christina vorbei? Schaut beim Tage vorbei. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Du bist mir auf meinen Kopf getreten, verdammt. Oh, mein Auge.